Heidiho, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen heute Gunmaster. Die ersten paar Sekunden sind verloren gegangen. Oh, weil ich... Komm, nein. Komm. Ach, schade. Ja. Haben wir doch noch gekriegt am Ende. Das reicht uns. Hier, ihr seht schon, 3-1. Also 1-1 haben wir im Endeffekt schon vorne weggelegt. Und das, ja, ich hab's halt nicht mit aufgezeichnet. Ich habe vergessen, mit drauf zu drücken, aber ich schätze mal, so insgesamt sollte das... Naja, immer noch genugs reichen. Ihr seht ja unten immer noch an der Leiste, dass es ja gerade erst angefangen hat. Och, je, ein Leben hat die Sau. Jetzt kommt schon. Tötet ihn jemand. Komm schon. Ach, das sieht schlecht aus. Auch wenn man es nicht glauben mag, ich bin einigermaßen eingespielt. Das ist jetzt schon die dritte Runde, glaube ich. Ja, es müsste die dritte Runde jetzt Gunmaster sein, die ich heute spiele. Oh Gott. Naja, gut. Die erste Runde und die zweite Runde gingen jeweils an den Mr. Herr Sonic, der bei uns jetzt auch gerade wieder auf Platz 1 ist. Den gilt es also so ein bisschen zu schlagen. Das scheint jemand zu sein, der den sehe ich auch relativ häufig, wenn ich Gunmaster spiele. Also das alleine wegen dem Zufall her müsste es ja so sein, dass er relativ häufig Gunmaster spielt. Und man merkt es ja auch immer wieder, dass die Leute, die regelmäßig Gunmaster spielen, extrem Vorteil haben gegenüber allen anderen, weil sie einfach mehr Übungen mit dieser gewissen Waffenkombination haben. Wenn man... Oh, komm. Ach, schade. Wenn man die nicht hat, oh, Hallöchen, das merkt man doch jedes Mal. Und, oh Gott, da wird doch hinter uns geschossen. Den haben wir auch noch. Oh, der sieht uns nicht. Yay, Gratis-Kills. Ich liebe Gratis-Kills. Okay, wo sind sie? Jetzt nicht, dass es fast da explodiert gleich neben uns. Sieht gut aus. Oh, ist einer. Den müssen wir, naja gut, immerhin Killhilfe. Obwohl, das bringt uns hier aber ja auch nichts, aber ist egal, er ist tot. Er hat uns nicht, Hallöchen, wer ist denn da? Wer ist denn da? Okay. Das ist einer der Lieblingspositionen von vielen Leuten hier mit auf dieser Map. Da, wo sie gerade sind, weil die so ein bisschen... Da kommen fast alle Leute lang. Man hat dann ein bisschen Deckung. Man kann sich ducken und wird dann überhaupt nicht mehr getroffen. Und so weiter und so weiter. Ich mag die Spawns hier außen überhaupt nicht. Ja, da hinten. Oh, den Hammer. Komm, ich will noch einen. Wir brauchen noch einen. Komm schon. Wo ist der andere gewesen? Das waren noch zwei. Na gut, wir laufen mal mit den anderen hier mit. Hinten lang. Da. Oh Gott, komm schon. Also ich will es denen natürlich nicht absprechen, ja, dass die gut sind. Das auf gar keinen Fall. Also dafür Respekt auch, keine Ahnung. Ne? Also im Endeffekt, ich spiele nun mal hauptsächlich Conquest Large und jemand, der wahrscheinlich hauptsächlich Gunmaster spielt, würde dasselbe wahrscheinlich dann auch... Komm schon. Da war noch ein Hit. Ach, schade. Auch denken, wenn er dann auf einmal Conquest mit mir spielen würde oder so. Aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, weil Gunmaster ist halt nur so ein Modus, wenn ich... Oh Gott, sind da viele... Schon ein, zwei Hits. Da waren noch zwei Hits dabei. Ach, herrje, wir müssen endlich die Desert loswerden. Das ist eigentlich mit die schlechteste Waffe, die ich hier so habe. 72. Ach, schade. Warum hätten es nicht ein paar mehr sein können? Nur ein paar. Dann hätten wir es auch wieder geschafft. Aber gut. Komm. Wir suchen uns das schon. Wir gehen mal unten lang. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen im Nahkampf jemanden. Schauen wir mal kurz. Nö. Oh, da ist einer. Ja, den haben wir. Okay, wie steht's damit? Ach, schade. Naja, und das Problem ist halt wirklich, also ich habe mal eine Zeit lang auch mit einem so ein bisschen immer zusammengespielt. Der war auch auf einem anderen Gunmaster-Server, der hat da auch regelmäßig gespielt. Das war halt echt ein Problem. Also da hieß es dann wirklich irgendwann immer nur noch irgendwie den zu schlagen. Und der hat nicht mal extrem gut gespielt. Also es bezieht jetzt... Na, da war doch noch einer, oder? Da ist er. Schade. Naja, und das Problem ist halt dann jeweils, finde ich, immer so ein bisschen, dass man da halt dann... gerade bei solchen Modi, die man jetzt relativ selten spielt, dann da auf die Übung kommt, um mit denen sozusagen auf einen Nenner zu kommen. Und gerade dann Leute, die mir jetzt nachspawnen, also es geht, das Bild auch jemand könnte sagen, jetzt das gilt ja alles mir. Nee, tut es nicht. Ja, sauber. Die ist nämlich auch nicht geil gewesen, die Waffe. Die ist schon besser. Das läuft wahrscheinlich mit der Kacke. Na, kommt schon. Ja, heje. Oh, schön flankiert. Das Problem ist halt immer, dass Leute mir nachspawnen zum Teil. Und also jetzt mittlerweile ja immer mehr. Und wenn ich dann halt gerade Gunmaster spiele, dann siehst du immer, die kommen mal rein, kriegen auf die Fresse und hauen wieder ab. Vor allen Dingen sind das aber zum Teil halt echt Spieler, die ansonsten richtig gut sind. Ja? Also weil jemand wirklich merkt, Conquest Large können die wirklich. Dann kommen sie mit auf Gunmaster drauf und dann werden sie erstmal vermöbelt. Weil man es einfach wirklich... Oh Gott, immer noch die Sau. Jetzt haben wir ihn aber.
Oh, oh nein, 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 lass mich in Ruhe. Ja, sauber. Sauber, komm. Och, nein. Weil man halt hierfür wirklich ein bisschen Übung braucht. Und das heißt ein bisschen. Am besten ist es wirklich immer auf den Servern, wo es regelmäßig dieselben Waffen gibt, wie es hier ja leider auch der Fall ist. Ich würde ja ganz gern mit unterschiedlichen Waffen spielen, um dem halt genau entgegenzugehen, dass sich Leute darauf einspielen können. Aber die gibt es leider recht selten. Oh Gott, sind da viele. Sind da viele. Gibt es leider recht selten oder sind teilweise irgendwie dann... Es gibt einen amerikanischen, dann hat man da eine schlechte Ping und so weiter. Habe ich ja schon ein paar Mal thematisiert. Aber wenn die Waffen halt festgelegt sind, so wie es hier der Fall ist, dann... Dann ist es halt meistens immer schwer, wenn man das halt nicht unbedingt gewohnt ist. Oder anders ausgedrückt, okay, komm. Das ist ja, wie gesagt, hier schon die dritte Runde. Und ich brauche eigentlich, wenn welche drauf sind, die regelmäßig spielen, oder halt die gut sind, lassen wir es einfach mal dabei, brauche ich in der Regel wirklich so zwei, drei Runden, um ein bisschen auf diese Übung zu kommen, mit den Waffen jeweils alle einmal so ein, zweimal gespielt zu haben, die so in der Linie drankommen. Und erst dann in der Regel wird es wirklich was. Also in den seltensten Fällen ist es wirklich so, dass ich Gunmaster anmache und sofort gewinne. Das kommt eigentlich fast nie vor. Das ist immer so ein Prozess. Man wird immer stückweise besser. Ja, sauber. Komm, 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 komm. Oh, ja, den haben wir auch noch. Den haben wir auch noch bekommen. Da sind doch noch mehr. Komm, 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 komm. Nee, den haben sie alle soweit. Da war doch einer, da war doch einer. Ich hab doch da, glaube ich, ein Hochrennen sehen, oder? Oder nicht? Na gut. Oh, da ist er. Und wieder mal, ja, ENTB 69, den hatten wir davon, geil, den hatten wir davon schon wieder, oh Gott, und da ist gleich der Nächste, der sich da hinsetzt, ja, 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 aber wir haben immerhin noch den Kill gekriegt, nice, nice, nice. Also meistens ist es wirklich mal so ein, zwei Runden und dann, wenn es dann in der dritten, vierten Runde nicht läuft, dann wird es auch in der Regel nicht, weil ich auch nicht viel länger spiele, weil Gunmaster einfach nur mal echt so ein Ding ist zwischendurch mal, um auszurasten, aber dann auch wiederum mehr nicht. Also wer wirklich ein schönes Team-Gameplay und sowas haben will, eigentlich das, was Battlefield wirklich auszeichnet, der ist halt dann bei Gunmaster irgendwie auch falsch und nach so ein paar Runden fühlt es sich dann irgendwie auch immer... Das... Oh Gott, sind da viele... Aber Hilfe zählt als Kill, nice. Und das Geile ist dann halt wirklich, also nach ein paar Runden fühlt sich das dann auch immer so ein bisschen falsch an, Gunmaster zu spielen. Dann merkt man, denkt man sich auch immer so, ja, also wenn, dann will ich jetzt irgendwie da was Normales spielen. Also das ist ein bisschen immer kurios. Aber so zwischendurch macht es dann irgendwie auch mal ein bisschen Laune. Und vor allen Dingen hat man bei Gunmaster 1, wenn man halt so ein bisschen richtig Infantry Gameplay haben möchte, man... Oh Gott, komm, 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 der kommt doch nochmal raus, oder? Der kommt doch nochmal, der kommt doch... Na gut, dann müssen wir ihm hinterhergehen. Hallöchen, oh Gott, da sind zwei. Oh nee, wir gehen woanders rein. Und da ist dann halt echt so immer der Punkt, hier gibt es halt keine Panzer oder Helis, die einen beschießen können. Also hier hat man... Was? Okay, wir haben ihn schießend um die Ecke kommen. Das ist aber ein bisschen komisch. Ich meine, wir waren sicherlich ja noch kurz markiert, aber so lange? Vielleicht hat er uns auch nur Oh! Hat das Ducken tatsächlich geholfen? Aber wir haben ihn nicht geholt. Oh, das ist... Ja, sauber, sauber, sauber. Dachte ich mir doch, wir haben ihn recht gut getroffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, gerade so, gerade so. Dabei ist die VRL doch eigentlich eine Waffe, mit der wir spielen können. Okay, da kommen welche von uns. Das heißt, wir können weiter nach vorne stürmen. Haha, sauber, 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 komm. Oh Gott, da sind sie wieder. Bam, bam. Oh Gott, Autoschrot. Naja, gut. Okay. Aber seht ihr, da, jetzt wo wir eben gerade mit der Sniper gekillt haben... Da chillen fast immer welche. Also wenn ihr die Map hier spielt, dann rechnet irgendwie mal fest damit. Weil das ist wirklich auch eine recht gute Position. Da gibt es einmal so ein paar Leute. Böse Zungen würden sie Camper nennen, ne? Okay, da hinten. Oh, da ist einer. Ach, scheiße, nicht getroffen. Komm, 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 der ist weg. Okay. Müssen uns ein neues Opfer suchen. Ach, getroffen. Komm, 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 komm. Oh, nicht getroffen. Scheiße, scheiße. Ach, nicht getroffen. Komm, 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 komm. Mach mein Laserlight aus. Komm. Zack, getroffen. Jetzt macht die doch mal jemand fertig, ich könnte nicht mehr. Ja, sauber, sauber. Oh, da ist noch. Komm, töte ihn, ich. Oh, 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 wir müssen schnell nachladen. Die Unika, oh Gott, oh Gott. Was wollte der denn, er gerade? Wollte er uns messern? Warum ist denn der so nah rangekommen? Ich sag mal Dankeschön, ne? Ich meine, eigentlich war die Situation schon verloren. Ja, seht ihr, bis jetzt läuft es eigentlich ziemlich gut und jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ist aber auch nicht so wichtig. Ist jetzt schon wieder ein Stück weit voraus. Zwei Level sogar, das ist echt böse. Aber jetzt kommt gleich so ein bisschen, ja, die Phase, auf die ich am meisten stolz bin, muss ich sagen. Nämlich dann die Zeit mit Glock 18 und die normale Pistole und so weiter. Das sind immer so, das ist eigentlich immer die Phase, in der ich kurioserweise extrem gut bin. Also da traue ich mich das auch wirklich zu sagen, dass ich da extrem gut bin. Weil die rattern in der Regel echt nur so durch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich scheine, oh Gott, entweder bin ich...
Ich kenne mich wahrscheinlich einfach nur mit der Glock 18 als Noob-Waffe perfekt aus. Ja, super, sauber, sauber, sauber. Ich mach's unter. Ja, sauber, geil, 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 geil. Komm, 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 komm. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Glock ging zwar sauber durch, natürlich, musste passieren. Aber die, ich weiß es gar nicht, welche hier, die Standard-Pistole, die wir jetzt am Ende hatten, die nicht, da müssen wir nochmal nachsetzen. Oh, wir sind auf einem Level mit dem letzten, okay. Okay. Jetzt setzt das Adrenalin ein, komm. Wir brauchen Leute. Wir müssen am besten mit ein paar eher noch zusammenkämpfen, weil hier sind teilweise die Entfernungen ein bisschen zu groß für die einzelne Pistole. Komm, hier sieht's doch gut aus. Komm, da ist niemand hier, auch nicht. Lauf mal ein bisschen mit. Nee, da ist niemand. Okay, wir versuchen es dahin. Ja, ich sehe es auf der Minimap. Komm. Da ist einer. Nein. Ah, ein Hit. Oh, der ist down. Okay. Wir müssen vielleicht... Oh Gott, da kommen sie. Ach, scheiße. Wir müssen vielleicht ein bisschen näher ran. Das wird so nichts. Komm. Den da... Nein, auch nicht. Mann, die machen ihn immer so schnell fertig. Das gibt's doch nicht. Okay. Oh, Hallöchen. Oh, ich dachte schon, jetzt kriegen wir den nicht mehr. Wir brauchen mehr. Oh, der ist wieder uns eins voraus. Das gibt's nicht. Ey, was für ein Riesen. Was für ein Dreikampf hier. Oh Gott, Scheiße. Was für ein Dreikampf hier am Ende. Hier sind drei wirklich ziemlich weit vorne. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Um jedes Team Camp Like Girls. Oh, ich hasse Leute, die dann anfangen, das Team zu flamen. Oder ich würde sagen, wer weint hier wie ein kleines Mädchen? Ja, merkt euch den Namen. Na gut, okay. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir wollen uns darauf auch gar nicht so sehr einlassen, weil das ist halt nun mal eins der größten Mankos hier bei Gunmaster, dass hier extrem viel geflamed und so wird. Aber oh Gott, sind da viele auf einem Niveau, was wirklich in der Regel einfach nur nervend ist irgendwann. Der will uns doch nicht vermessen. Knappe Nummer. Ich dachte zwischendurch, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ach, scheiße. Okay. Der wollte uns haben. Wir haben gerade den gemessert, der an die anderen als Mädchen beleidigt hat und der ganz weit vorne war. Finde ich ja nice. Glaube ich jedenfalls, dass es der war. Der ist noch schon mit dem Messer uns entgegengelaufen. Okay, drei auf dem letzten Level. Alter. Komm, wir brauchen unbedingt hier jemanden. Wir werden mit dem mitlaufen. Wir brauchen... Oh Gott, hier oben geht's ab. Oh, da ist einer. Oh Gott, da ist einer. Der messert den. Komm. Was? Ja, geil. Wir haben den gemessert, der ihn messern wollte. Zu fett. Was für eine enge Kiste. Okay. Das war wirklich knapp. Hart. Jetzt bin ich auch durch. Eins mache ich noch wahrscheinlich, aber nur weil der Fire Lutscher gerade mit dazugekommen ist. Aber an sich bin ich jetzt köpflich erstmal wirklich durch. Ich hoffe natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.